Hallo, ich begrüße euch zu diesem Video. Ich möchte euch heute einmal kurz so ein bisschen was zu den Wocheneinlagen erzählen. Wer mir schon länger auf YouTube oder Instagram folgt, weiß, dass ich die Wocheneinlagen in A5 schon sehr, sehr lange benutze. Das ist jetzt schon das dritte Jahr in Folge, dass ich selber in den Einlagen plane. Und ich habe euch die ja auch in A5 kostenlos im Dezember zur Verfügung gestellt, was bedeutet, dass die auch weiterhin für euch kostenlos bleiben. Aber wie ihr hier schon sehen könnt, habe ich mir ein bisschen die Mühe gemacht, die nochmal umzugestalten, und zwar einmal für Pocket und einmal für die Personal-Größe. Ich kann ja auch mal hier die Seite umschlagen, dann haben wir hier einen schönen Überblick. Und ich finde, man sieht ganz gut, dass das Layout sehr ähnlich geblieben ist. Also ja, ich habe es natürlich auf die Formate angepasst. Hier ein bisschen schmaler, hier ein bisschen kompakter. Aber insgesamt von der Optik her nehmen die sich alle nichts. Und ich musste, damit ich die Einlagen dann auch verkaufen kann oder die Printables verkaufen kann, die Schriftart anpassen bzw. eine neue aussuchen. Und ich habe mich dann einfach auf die Suche begeben und mir eine rausgepickt, die der alten sehr ähnlich ist, weil mir die auch sehr gut gefallen hat. Und ich finde auch, dass mir das gelungen ist. Also da sieht man keinen riesengroßen Unterschied, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe schon so ziemlich alles gesagt, was irgendwie interessant wäre. Also ihr seht ja, es ist dieses klassische eine Woche auf zwei Seiten Layout. Man hat hier oben immer so ein Feld frei für eigene Notizen oder Essensplan oder was auch immer man da eintragen möchte. Das ist auch bei allen Varianten gleich. Ansonsten hat man hier immer das Jahr, die Kalenderwoche und daneben den Monat. Wenn sich der Monat ändert, dann steht da in der Regel der neue Monat. Also wenn jetzt hier es von Januar in den Februar gehen würde, stimmt ja nicht, dann würde da tatsächlich nur der Februar stehen. Bei Dezember, Januar habe ich es jetzt mit beiden Monaten gemacht, weil das halt so dieser Jahreswechsel war. Ja, und das war dann auch schon soweit alles, was ich zu den Wocheneinlagen sagen wollte. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen einen Einblick gekriegt, wie die dann aussehen werden. Und jetzt folgen noch ein paar Infos zu den Downloads und dem Druck. Downloads kommen jeweils in einer ZIP-Datei. Und die enthält diverse PDF-Dateien. Einmal die gewählten Kalendereinlagen in Originalformat. Das heißt, je nachdem, welches Format ihr ausgesucht habt, gibt es eine PDF-Datei mit den kompletten Einlagen in dem Format, in dem die Einlagen auch original sein sollen. Und die könnt ihr nutzen, um direkt auf dieses Format mit eurem Drucker zu drucken. Dann ist noch, also am Beispiel von A5 wäre es jetzt zwei A5 Seiten auf einer A4 Seite als PDF mit drin. Diese Variante ist halt ganz gut, wenn euer Drucker nicht auf so kleinere Formate oder ungewohnte Formate drucken kann. Personal und Pocket sind ja ein bisschen schwieriger mit dem Drucker manchmal zu bedrucken. Deswegen gibt es alle Kalendereinlagen auch immer in A4 Version. Da ist es bei dieser Version allerdings wichtig, dass euer Drucker gut randlos drucken kann. Kleine Info, die Seitenzahlen hier, die stehen bei euch natürlich nicht mit auf den Dokumenten drauf. Das war jetzt nur für mich ausgespuckt sozusagen, um zu testen, ob Vorder- und Rückseite zusammenpassen und die richtige Reihenfolge entstanden ist. Aber hier kann man ganz gut sehen, dass auch mein Drucker nicht komplett bis zum Rand drucken kann und hier was abgeschnitten hat. Aber die Einlagen sind unversehrt, also da hat alles drauf gepasst. Wenn also randlos bei euch durchaus machbar ist, ist es natürlich besser, zwei Seiten auf eine A4-Seite zu kriegen, um einfach ein bisschen Papier zu sparen. Wenn euer Drucker allerdings vielleicht ein bisschen störrisch ist oder das nicht so gut klappt, gibt es dann bei A5 auch noch die Variante, eine A5-Seite auf A4, schön mittig, mit ganz viel Abstand zu den Rändern, dass da eigentlich nichts mehr schief gehen sollte. Und da ist dann auch Vorder- und Rückseite natürlich so angeordnet, dass es Sinn macht und ihr ja, die richtigen Seiten immer jeweils auf einem Blatt dann letztendlich habt. Für Personal gilt dasselbe Prinzip. Ihr habt einmal ein Dokument mit den Kalendereinlagen in Originalformat.
Dann einmal eine Version mit drei Personal-Seiten auf einer A4-Seite. Auch hier wieder der Hinweis, manche Drucker schaffen es eben nicht mit den Rändern und deswegen gibt es da auch noch die Variante mit zwei Personal-Seiten auf einer DIN A4-Seite. Bei Pocket hatte ich auch so ein bisschen meine Probleme, das schick auf so Mini-Papier zu drucken, weil natürlich der Drucker schnell mal das Papier ein bisschen schräg einzieht und das dann nicht ganz so perfekt wird im Druck. Und deswegen gibt es auch hier eine A4-Version. Das Schöne ist, da passen 4 Seiten auf ein Blatt, beziehungsweise es sind ja sogar 8 Seiten, wenn wir Vorder- und Rückseite bedrucken. Und hier wird es wahrscheinlich noch eine Variante geben, wo hier nicht so große Lücken sind. Also wenn man das hier einmal drauf hält, dann sieht man das vielleicht besser, dass die Seiten gerade hier so angeordnet sind, dass man jedes Blatt einzeln ausschneiden muss. Aber ich werde meinen PDF-Dateien-Formatierer des Vertrauens, aka sehr guten Freund und Programmierer, fragen, ob er auch eine Version noch für euch machen kann, wo er alle einen Tick dichter rückt, dass man dann nur einmal in der Mitte durchschneiden muss, um die Seiten voneinander zu trennen. Ansonsten ist euch vielleicht eben schon aufgefallen, dass man hier so ein bisschen die Drucke durchsehen kann. Ich habe diese Beispielseiten jetzt mal auf dünneres Papier gedruckt, denn ich habe in letzter Zeit für meinen Shop sehr viele Sachen Probe gedruckt und versuche, wenn es nicht nötig ist, dann für solche Sachen einfach das Papier zu nehmen, was einfach ein bisschen dünner ist. Ich empfehle euch allerdings, wenn ihr meine Einlagen ausdruckt, ein bisschen dickeres Papier zu nehmen, wie dieses hier. Ich verwende von Claire Fontaine das 120 Gramm Papier. Ich habe das auch hier liegen. Das ist schon total zerrupft, weil das bei mir in so einer Schublade lag und ich dann da mal dran rumwurschtel und die Blätter rausziehe. Deswegen ja, nicht mehr so totschick. Aber hier seht ihr einmal, welches Papier ich verwende. Da geht natürlich auch jedes andere Papier. Das ist natürlich total Geschmackssache, was ihr gerne hättet. Aber ich finde auf jeden Fall dieses dicke Papier einiges besser, weil das ist robuster, der Druck schimmert nicht so doll durch, also so gut wie gar nicht. Und auch wenn man zum Beispiel bestimmte Stifte benutzt beim Dekorieren, beim Eintragen von Terminen, beim Handlettern und so weiter, dann blutet es einfach nicht so durch. Das ist, wie gesagt, total Geschmackssache, aber ja, das wäre so meine Empfehlung an dieser Stelle. Wie genau ihr die Seiten beidseitig gedruckt bekommt, das ist tatsächlich egal, welches Format, welche PDF ihr aussucht und ob es auf A4, 5, Personal oder Pocket ist, das spielt keine Rolle. Der Druckvorgang ist dadurch, dass die Seiten magically richtig angeordnet sind in den PDF-Dateien, überall gleich. Wie genau das funktioniert, könnt ihr auch ebenfalls in der ZIP-Datei in der Druckanleitung nachlesen. Oder auch schon mal auf meinem Shop unter Druckhilfe. Da ist das schon mal ein bisschen erklärt. Und falls ihr immer noch Bedenken habt, ob ihr die Seiten dann richtig ausgedruckt bekommt, dann könnt ihr auch einfach eine kostenlose Datei aus meinem Shop euch runterladen und dann einfach mal rumprobieren, ob das klappt oder nicht. Aber ich gehe davon aus, weil ich wirklich versucht habe, es euch so einfach wie möglich zu machen. Ihr müsst keinen Broschürendruck anwenden oder hier und da. Die Seiten sind komplett richtig in der richtigen Reihenfolge angeordnet mit Vorder- und Rückseite. Das heißt, kurz gesagt, wenn ihr die Seite 1 druckt und auf die Rückseite Seite 2, dann stimmt's. Wenn dann Seite 3 kommt und auf die Rückseite Seite 4, dann ja, immer so fortlaufend wird es auf jeden Fall passen. Ja, und dann hoffe ich, dass jetzt alle Fragen zum Druck geklärt sind und ihr nicht mehr abgeschreckt seid, vielleicht euch da selber ranzuwagen. Ich habe versucht, das wirklich so einfach zu gestalten wie nur möglich und würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Stöbern in meinem Shop und mit meinen Kalendereinlagen.